Nächste Frage hat der Reitschuster. Hallo vom Schiffbauer Damm, dem Platz vor der Bundespressekonferenz, wo die Wogen wieder hochschlagen. Sie haben es vielleicht mitbekommen, es gibt einen offenen Brief, den 58 Mitglieder unterschrieben haben, davon drei vom Vorstand, die auch Moderatorinnen sind, die Sie aus den Übertragungen wahrscheinlich kennen. Und in dem Brief werden keine Namen genannt, aber da, wo der Brief dann im Internet, vor allem auf Twitter verbreitet wird, da wird er mit mir in Verbindung gebracht und auch mit dem Kollegen Warweg. Und in diesem Brief zum Tag der Pressefreiheit ist unter anderem Folgendes geschrieben. Wir verwahren uns dagegen, dass gestellte Fragen und Gespräche abseits der PK dazu missbraucht werden, das Verhalten einzelner Mitglieder öffentlich zu bewerten und zu diskreditieren. Ich denke, in einer Demokratie, in einer freiheitlichen Grundordnung ist das geradezu selbstverständlich, dass man Fragen, die auf öffentlichen Veranstaltungen gestellt werden, danach auch kritisieren kann, solange diese Kritik sachlich und höflich ist. Und insofern kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, was hier steht. Es heißt dann auch noch weiter, die Bundespressekonferenz ist ein zentraler, einzigartiger und schützenswerter Ort der Pressefreiheit und der professionellen Informationsbeschaffung. Wer sie aber für propagandistische Zwecke und für die Verbreitung von Verschwörungsmythen und Desinformationen benutzt, für Polarisierung und Profilierung, hat keinen Platz. In meinen Augen ein kaum verhohlener Aufruf, Leute wie mich auszuschließen, hat keinen Platz. Und lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen, propagandistische Zwecke. Also ist die Stellung von kritischen Fragen, ist das ein propagandistischer Zweck? Es gab schon böse Leser, die mir geschrieben haben, die Regierung würde das für propagandistische Zwecke hier benutzen. Das würde ich natürlich nie unterstreichen. Ich zitiere es nur, ich muss jetzt hier aufpassen, weil es so windig ist, dass hier fast der Rettungsring an der Befestigung, von dem ich meine Kamera montiert habe, die Kamera hier runterschlägt. In die Spree muss ich also agieren wie ein Torhüter. Und Verschwörungsmythen, da ist ja heute das große Problem. Gestern noch Verschwörungsmythos, heute schon Realität. Der Begriff Verschwörungsmythen wird ja gebraucht, um Kritik zu diskreditieren. Nennen Sie mir einen Verschwörungsmythos, dem ich anhänge. Ich halte weder Corona noch für eine Verschwörung, noch sehe ich irgendeine große Verschwörung. Ich sehe aber ganz, ganz dramatische Fehlentwicklungen. Und die als Verschwörungsmythos zu diskreditieren, das halte ich für fatal. Weiter heißt es da, also keinen Platz für Polarisierung und Profilierung. Ich habe Journalismus noch so gelernt, dass Polarisierung ein legitimer Teil des Journalismus ist. Und wenn wir nicht mehr polarisieren dürfen, dann können wir den Journalismus abschaffen. Also dann haben wir Einheitsbrei, dann haben wir Friede, Freude, Eierkuchen. Und also Journalismus ohne Polarisierung, dass man das vorgeworfen bekommt, das erschließt sich mir nicht. Gerade hat eine Kollegin vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mir geschrieben, hat gesagt, da hat das fast das komplette ARD-Hauptstadtstudio unterschrieben, auch viele Kollegen von den Öffentlich-Rechtlichen. Wenn dort nicht mehr polarisiert wird oder wenn dort nur, da wird ja polarisiert, nur im Wesentlichen in eine Richtung wird da polarisiert. Und wenn man dann in der anderen Richtung polarisiert, dann ist das offenbar böse nach dieser Auffassung. Und dann auch noch zur Profilierung. Also ich finde, Journalismus braucht ein Profil. Er muss klar profiliert sein. Und ich weiß, da werfen mir viele vor, ich würde mich profilieren. Ja, wenn es kaum Leute gibt, die kritische Fragen aus einer Richtung stellen, also die Corona-Kritik zum Beispiel dahingehend kritisch hinterfragen, dass sie sie für zu überzogen halten. Die andere Richtung haben wir ja genügend, dass sie sie für zu schwach halten. Dann ist es nicht meine Schuld, dass man sich, dass das zu einer gewissen Profilierung beiträgt. Da müssten einfach andere dann vielleicht auch diesen Bereich des Meinungsspektrums abdecken. Und dann wäre es nicht so, dass sich da einer oder ganz wenige profilieren würden. Wäre mir sowas von recht, würde mich riesig freuen. Dann würde ich auch mit Sicherheit seltener hier auf die Bundespressekonferenzen kommen, wenn ich den Eindruck hätte, dass diese Fragen, die ich stelle für ganz, ganz viele Leser, 18 Millionen Abrufe allein im April, und wenn ich den Eindruck hätte, dass das, was meine Leser vor allem interessiert,
regelmäßig und oft von anderen gefragt würden, würde ich gerne auf jede Profilierung verzichten. Weiter heißt es, zunehmend rauer Ton wird beobachtet und beklagt, der in meinen Augen ein gewisser rauer Ton gehört zu einer Regierungspressekonferenz. Wenn die Regierung gefragt wird, dann darf der Ton durchaus auch etwas rau sein. Soll er sogar teilweise. Er soll höflich sein, er soll belegt sein, er soll sachlich sein, aber eine gewisse Rauheit im Ton, im Umgang mit der Regierung, die gehört in meinen Augen in einer Demokratie einfach dazu. Weiter heißt es hier Hasskommentare. Wenn es Hasskommentare gibt, das verurteile ich auf das Schärfste. Das finde ich schlimm. Gestern sind leider bei dem Artikel zur BPK auch ein paar auf meiner Seite durchgerutscht, weil wir nicht alles so genau kontrollieren können. Das finde ich schlimm. Aber da denjenigen verantwortlich zu machen, allein der auf Missstände und Probleme hinweist, das halte ich für zu kurz gegriffen. Aber das soll nicht relativieren. Also da bitte auch nochmal, auch wenn jemand von Ihnen irgendwo einen Hasskommentar entdeckt oder eine Beleidigung im strafrechtlichen Sinne oder gar irgendwelche Aufrufe zur Gewalt, verurteile ich auf das Schärfste und bitte sofort schicken, dass das gelöscht werden kann. Und auch nochmal die Bitte an allen, auch wenn die Emotionen hochschlagen, das darf wirklich nicht sein und das diskreditiert auch kritischen Journalismus. Also das bitte nicht tun. Weiter heißt es dann zum Beispiel, mit Entsetzen haben wir auch beobachten müssen, wie Kolleginnen und Kollegen während ihrer Arbeit physisch, öffentlich und physisch attackiert wurden. Wenn da die Attacke auf mich von der Polizei oder die mehreren mit eingeschlossen sind, dann begrüße ich das natürlich ausdrücklich. Ja, jedes Mal, das ist jetzt eine gute Tradition hier, dass immer die Feuerwehr kommt, um meine, Gott sei Dank nicht, um meine Emotionen hier zu löschen, aber ich sehe das alles sehr gelassen. Ich muss ja auch dazu sagen, ich war im Krieg in Afghanistan, in Tschetschenien, ich war im Tschernobyl im Reaktor. Es gibt einem eine gewisse Gelassenheit, aber nicht eine Gelassenheit, wenn die Kamera hier fast vom Wind heruntergefegt wird. Da bin ich dann ganz und gar nicht gelassen. Das ist überhaupt nicht so. Und interessant ist auch, dass ich diesen Brief gar nicht gesehen habe. Also ich hatte nicht mal die Chance oder hätte nicht einmal die Chance gehabt, ihn zu unterschreiben. Und auch weiter oben heißt es dort, seit einigen Monaten, also ich bin ja seit einigen Monaten Mitglied, nehmen wir eine veränderte und angespannte Atmosphäre in den Pressekonferenzen wahr. Das ist ja auch wieder also eine gewisse angespannte Atmosphäre, da wo vierte Macht und erste Macht aufeinandertreffen. Ich finde, das soll ja auch keine Kuschelrunde sein und eine angespannte Atmosphäre per se. Also wenn Regierung und Presse aufeinandertreffen, dann erwarte ich mir das. Und so kenne ich das aus früheren Zeiten, so kenne ich das aus Amerika, so kenne ich das aus Großbritannien. Und eine gewisse Anspannung, wenn die fehlt bei dem Aufeinandertreffen von Macht und ihren Kontrolleuren, dann halte ich das für bedenklich. Es gibt dann auch noch eine zweite Ergänzung dazu, und zwar eine Erklärung des Vorstandes, wo er auch auf diesen Brief eingeht, der Bundespressekonferenz. Da heißt es zum einen, dass dieser Brief begrüßt wird, in dem sich die Mitglieder Sorgen um das Klima, den Ton und das Miteinander im Verein machen, ausdrücklich begrüßt. Weiter heißt es dann aber auch, und das lese ich jetzt auch noch vor, weil es wichtig ist, der Vorstand steht dafür ein, dass die Bundespressekonferenz der Raum ist, in dem alle sachlich begründeten Fragen gestellt werden können, Kritik auch in Form von zugespitzten Fragen zum Ausdruck gebracht wird und unterschiedliche Perspektiven aus verschiedenen Medien zur Geltung kommen, Pressefreiheit zu leben und zu schützen, fordert alle Akteure des politischen und gesellschaftlichen Diskurses heraus. Und da bin ich völlig dabei, finde ich auch gut, dass das noch einmal so herausgestellt wird. Weiter heißt es da, wir beobachten nicht erst im vergangenen Jahr Fälle, in denen einzelne Mitglieder oder weite Teile der in der Bundespressekonferenz vertretenen unabhängigen Medien pauschal diskreditiert, delegitimiert oder verbal oder sogar physisch angegriffen wurden. Da sehe ich mich mit angesprochen. Ich sehe mich als pauschal diskreditiert, zum Beispiel Süddeutsche Zeitung oder andere Medien. Es wird auch versucht zu delegitimisieren, wenn man dann andere Mitglieder sagen, es sei kein Journalismus, was ich betreibe. Und ich fasse hier den Brief des Vorstandes so auf, dass der Vorstand das verurteilt. Das begrüße ich. Da bin ich dem Vorstand auch dankbar. Und ich bin fest überzeugt, dass der Vorstand hier auch zu seinen
Worten stehen wird und das auch im Zweifelsfall durchsetzen wird. Also hier ganz wichtig, dieses Statement noch des Vorstandes zum Tag der Pressefreiheit. Und nochmal, ich halte die Bundespressekonferenz für eine sehr, sehr wichtige Institution. Es ist ja so, dass die Journalisten Gäste sind und nicht umgekehrt, und das ist wichtig. Und ich denke, vielleicht habe ich ja wirklich hier etwas Aufruhr hineingebracht, aber ich halte das nicht für einen Fehler, sondern ich denke, die Lebendigkeit ist hier ganz, ganz wichtig, und ich bin überzeugt, dass es entscheidend ist, dass eben die Millionen Leser, die ich habe, dass die auch sich hier wiederfinden können in den Fragen, und die anderen, die völlig andere Meinung haben, die sind ja auch wiedergefunden, und darum finde ich es ganz entscheidend, dass hier kritische Fragen nicht diskreditiert werden und dass hier nicht, wenn auch nur durch die Blume und indirekt angeregt wird, irgendjemand auszuschließen. So etwas darf nicht sein in einer Demokratie, und das erinnert an unschöne Zeiten. Das war's fürs Erste heute von hier. Ich mache jetzt dann gleich noch ein Video, weil heute hier Herr Seehofer war, und das war sehr interessant, die Bundespressekonferenz zum Thema politische Gewalt mit ihm. Schauen Sie sich das etwas später an. Danke, ciao, auf Wiedersehen vom Schiffbauer Damm. Und wie immer habe ich noch etwas vergessen. Ich finde es wichtig, noch zu betonen, dass von denjenigen, die den Brief unterschrieben haben, die meisten nach meiner Erinnerung noch nie oder kaum in der Bundespressekonferenz waren, und sich dann zu beklagen, dass andere diesen Raum einnehmen, das finde ich merkwürdig. Ich finde es auch gefährlich, wenn man versucht, Kritik zu diskreditieren, indem man sie als Diffamierung hinstellt. Journalisten sollen andere kritisieren, die müssen aber auch selber mit Kritik leben können, auch mit heftiger Kritik. Und weder die Bundespressekonferenz noch Mitglieder der Bundespressekonferenz haben einen Freibrief davor, dass man sie kritisch beurteilt und ihre Arbeit kritisch beurteilt. Das muss auch unter Kollegen möglich sein. Und einen ganz besonderen Wunsch hätte ich noch gehabt an all diejenigen, die jetzt auftreten als Verteidiger der Pressefreiheit und die sagen, sie machen sich Sorgen um die Pressefreiheit. Mein Kanal mit inzwischen fast 260.000 Abonnenten wurde auf YouTube mehrfach gesperrt. Ich konnte nicht aus der Bundespressekonferenz berichten. Und dass diese Zensur mit keinem Wort erwähnt wird in dem Brief, wo es um die Pressefreiheit geht, dass man das auch nicht nur ansatzweise thematisiert, das wirft bei mir sehr, sehr viele Fragen auf, weil das ist das elementarste Grundrecht eines Journalisten, dass er auf seinen Kanälen seine Zuschauer informieren kann, und dass Verstöße dagegen nicht einmal erwähnt werden, das finde ich hochgradig merkwürdig. Und ein allerletzter Hinweis, weil es ja immer sinnvoll ist, nicht übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden. Ich bin gerne bereit, ich habe das Thilo Jung auch vorher schon gesagt, zu einem Dialog mit Thilo Jung oder mit einer der drei Kolleginnen aus dem Vorstand vor laufender Kamera, live, ohne jegliche Ausschnitte. Dann können wir gerne all das erläutern, was hier vorgeworfen wird. Und ich fände das nur fair und auch richtig, wenn solche Vorwürfe in den Raum gestellt werden, dann muss man sie auch ausdiskutieren, und zwar auch öffentlich. Daher meine herzliche Einladung zu einem Live-Gespräch darüber mit einem der Vorstandsmitglieder oder gerne auch mit Thilo Jung. Und immer noch aktuell ist natürlich auch die schon alte Einladung an den Kollegen, der Quatsch geschrien hat, als ich Regierungssprecher Seibert fragte, warum er keine Maske trägt und die anderen das tragen müssen. Leider hat sich der Kollege noch nicht gemeldet. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Aber auch das würde ich gerne offen vor laufender Kamera ausdiskutieren, ob so eine Frage denn nun Quatsch ist oder eine legitime Frage, die durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist. Jetzt aber wirklich Schluss. Vielen Dank, alles Gute, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster.